Meine Mutter, Rosa Zuckermann, ist vor 17 Jahren gestorben. Ihre Wohnung habe ich immer noch. Nach dem Untergang Österreich-Ungarns änderte sich die Stimmung auch in Czernowitz. Juden wurden zunehmend diskriminiert. Als der Krieg ausbrach, mussten über 50.000 Juden in ein Ghetto ziehen. Auch meine Mutter mit ihrer Familie. Das war im Herbst 1941. Ich fahre nach Transnistrien. Das wird eine Reise in die Vergangenheit. Was muss ja wohl damals durch den Kopf gegangen sein? Wohin bringt man uns? Mit welchem Sinn? Wann können wir wieder nach Hause zurückkehren? Meine Mutter wusste damals nicht, dass Mrkolesz nur die erste Zwischenstation war.